Kickstarter mit einem neuen weiteren Event. Heißt auch, war das Fantasy City Black? Fragezeichen? Nee, Tritt das Gas war's. Das holen wir uns heute, weil wir die Kohle brauchen. Und dann werden wir die 16.000 zusammen versuchen zusammen zu basteln wegen dem Mazda LX 7. Weil den möchte ich nämlich gerne haben. Eventuell verkauft, weil die Karre, je nachdem, was der kosten würde. Hey, Speedy, wie steht's? Bin auf dem Sprung. Wo warst du? Hab dich lange nicht in der Werkstatt gesehen. Ich bin geschäftig, Speedy. Suche mehr geöffnete Türen für dich. Ach ja? Oh, geh mir nicht auf den Sack. Ich bin auch ein scheiß Kopf. Die du Rennen gewinnst. Die Türen mag ich. Ich weiß. Wir sehen uns. Aua. So, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich hier irgendwie mal rüberkomme. Ja, hier. Alter, was ist denn heute los mit den scheiß Kopfzählern? Die sind ja aber kräftig in aller Alarmbereitschaft. So, Event. Tritt aufs Gas. Ich wette mal auf Rossi. Ja, auf geht's. Wenn nicht wieder irgendein scheiß NPC mir meint, auf den Senkel zu gehen. Gut, was? Ja. Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen... Wenn ich irgendwas NPC gehe, meint mir, auf den Senkel zu gehen. Verschwinde jetzt von mir! Den hat auf jeden Fall zerlegt, Kollegen. Vor allem im Dunkeln ist es immer sehr angenehm zu fahren, vor allem die Strecke, die ich nicht kenne. Von hinten irgendwo vorbei, ja. Diese Frisur, ich weiß ja nicht. Halt die Fresse jetzt. Vor allen Dingen zwei Autos vor mir. Ja, steh mir mit der scheiß NPC-Karre. Warte, ich muss da noch hin. Du könntest ja rankommen. Mir gehen diese scheiß NPC da unser. Kommt doch in mir im blöden Wege stehen. Jetzt bist du Fünfter, weil der. Hauptsache ich ja, ja klar, zieh weg. Aber ihr werdet bezahlt ja eh die scheiß NPCs. Verpiss dich jetzt nicht von mir. Geh mir nicht auf den Sack, ja danke ey. Den habe ich doch kassiert, aber ich bin Vierter nur geworden. Weil mir, wie gesagt, weil mir wieder ein scheiß NPCs meint, ich könnte dir mal wild stehen. Und das ist das, was mich dann einfach mal nervt. Geschwindigkeit! Huh, nicht übel!
Frisur, ich weiß ja nicht. Ich hänge immer noch vierter. Boah, die Cha-Cha, das ist wie gesagt die Korvette der Urus und ich weiß nicht, was dazwischen hängt. Du siehst ja wahrscheinlich. Kannst du nicht einfach mal ein bisschen bremsen vorne oder willst du mir? Der kommt auch nicht hinterher. Ich habe keine Chance hinterher zu kommen, ne? Bist du in der Cha-Cha? Ach, geht mir. Na, Cha-Cha gewinnt das Rennen. Sag ja, einer steht dann immer nur noch vor dir. Ross ist raus, aber. Wir sind aber, wen hab ich da weggeschossen? Hallo? Dass die da am Ende doch bis auf 4 Sekunden wieder dran ist? Also das ist Gummiband-Effekt vom Allerfeinsten. So, einen probieren wir nochmal. Ich will dieses scheiß Auto haben, Alter! Geh mir nicht alle auf den Senkel. Los geht's! Können wir die Wette annullieren? Kommt aus dem Nichts. Sorry. Dankeschön! Dankeschön, weil ihr mir echt auf den Sack gegangen seid, ey. Ja, warte, schieße ich nochmal komplett raus aus dem Leben. Willst du, dass ich sauer werde? Na, halt die Fresse jetzt einfach. Na, das Rennen ist sowieso verloren. Das will ich nie aufholen da vorne. Dankeschön, lieber Korb, dass du mir auch nochmal was weggehauen hast. Och, geht ihr mir heute alle auf die Eier. Ihr wollt nicht, dass ich gewinne. Ich darf... Nee, du darfst nicht... Du darfst nicht gewinnen. Du musst leiden. Hauptsache, der haut der einer weg. Also, das ist der letzte Versuch. Ist der letzte. Zählt jetzt nicht. Halt die Fresse. Da sitzt jemand auf deiner Rückbank. Schön! Ich fahr mal voraus. Ich hasse sowas, wenn ich mir. Ah, jetzt haut er mal ein. Ich hab eh verloren. Das brauchst du auch gar nicht weiter. Du hast recht. Ich bin der Hammer. Ja, ja, du bist. Ach, geht mir nicht alle auf den Sack, ey. Was machst du denn? Mann, wenn du wirklich dran bist, Mann, da kommt irgendeine Scheiße dazwischen. 700 Meter, wie soll ich das denn... Ey. Du weißt, dass ich hinter dir bin, ja? Puh, nicht übel. Nichts aus Obi, aber... Fünf, das sind die drei da vorne, die kassiere ich nicht.
Da musst du schon wieder weniger fast perfekt fahren, und das schaffst du nicht. Weil ich sag ja, Gummiband-Effekt, der greift nur beim Gegner, wenn der Gegner hinter dir ist. Aber wenn, sobald du da irgendwie auf den zurückfällst. So, dann haben wir das auch verloren, das Ding. Oh Mann, geht die mir alle auf den Sack heute, ey. Ja, wir müssen die Amerika haben. Du darfst nicht Dritter werden, du darfst nicht Zweiter werden. Nein, du darfst das sowieso nicht. Guck, wie schnell die alle nacheinander sind. Also den einfach so bei sich jetzt sitzen. Ey, das ist so kurz gerade. Warum sollte ich schummeln? Ihr fudelt doch die ganze Zeit. Ihr bezahlt doch die scheiß NPCs, damit die mir. Hauptsache ich Müller, damit ich. Boah, alter Glück gehabt. Alter, die kam ja aber wohl nicht raus. Die kam ja von einfach mal kurz drüber gefallert. Komm, da ist mit dem geschossen. Ja, verlierst du das. Schotter! Ist er da! Ach, der führt wieder 500 Meter Vorsprung, ey. Hallo, ist hinter mir? Gleich hab ich dich. Danke, jetzt hat mal ein NPC mir mal einen Vorteil verschafft. Der hat nämlich den Führenden weggeschossen und damit gewinnen wir dieses Rennen. Yes! Endlich darf auch mal ein NPC, darf man auch mal einen NPC loben. Danke, dass der mir den Urus weggeballert hat da vorne. Uhuhuhu. 3 Sekunden haben wir den Vorsprung. Oh, Chacha ist sogar letzter geworden mit der Nummer. Der ist sogar letzter geworden. Der war bis, keine Ahnung, 200, 300 Meter vom Ziel war der Erste. Und dann wird der weggeschossen vom NPC. Aber sowas von weggeschossen. So, das werden wir jetzt auch zu Ende fahren, das Ding hier. Ja, klar, steh an, wenn es... Gucken wir gerade mal, wo wir sind. Überhaupt hier vorne. Hier sind wir. Das heißt, ergo, wir müssen da zurück. Ich hol mir das Arschloch. Das Ziel ist schon lange weg. So, wir fahren das Ding zurück. Boah, Glück gehabt, ey, dass ich das Ding nochmal nach Hause gefahren habe. In der nächsten Folge werden wir dann versuchen, die Nazza zu angeln. Hoffe ich zumindest, dass wir das können. Wir holen kurz eben, machen mal kurz in die Garage. Ich hoffe, dass er nicht dazu zurücksetzt. So bei 18.000 mittlerweile. Wieder.
Jo. Ich hoffe nicht, dass er jetzt wieder auf Tagsmodus geht. Plopf. Doch, geht er. Natürlich. Ernsthaft. Ich will dieses scheiß Auto haben. Er hasst uns. Er sagt dann, nö, ist nicht. So, 19.000. Zurück zu Vater. Jo. Weißt du, leider. Was, Kiddo? Wir haben in dieser Woche echt gut Profit gemacht. Je mehr die Bürgermeisterin über die Rennen spricht, desto heißer werden die Leute darauf. Und gleichzeitig wird die Werkstatt immer bekannter. Hab die ganze Woche neue Kunden an der Strippe gehabt. Und überhaupt, hörst du das? Ich auch nicht. Keine Tess. Vielleicht schaffe ich heute ja sogar mal was. Nee, wisst ihr, was wir machen jetzt? Wir machen in der nächsten Folge den Drift-Spaß. Den haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Und dann werden wir wahrscheinlich nochmal die Nacht springen und dann werden wir es wahrscheinlich dann den Mazda holen und dann, ja, wir haben jetzt 28.000, also wenn ich hier 28.000 zumache, ja, ein bisschen haben wir noch, also wie gesagt, den müssen wir noch, den würde ich noch machen, die Kurvenlegende. Und dann, wie viel brauchen wir da überhaupt? Dann würden wir 20.000 gewinnen, dann wäre ich bei 39.000. Dann hätten wir schon ein bisschen was zusammenfasst und dann, ja, nicht mehr so viele Folgen. 2-3 Folgen vielleicht noch, dann geht's ins Qualifikationsrennen. Bis dahin, tschüss!